Moin Leute, hier ist mal wieder Heisenberg. In dem heutigen Guide möchte ich euch zeigen, welche Runen ich als AP Carry benutze. Und da starte ich mal gleich los. Meine Hauptrune ist die Runenseite 4 bei mir. Und zwar bestehen die Essenzen aus jeweils 5 RP, damit kommt man auf 15 Ability Power insgesamt. Bei den blauen Runen gehe ich auf Cooldown pro Level. Und bei den gelben Runen gehe ich auf Leben pro Level. Jetzt kommt ein kleines Special in meiner Runenseite. Und zwar habe ich überall, was man beim AP Carry eigentlich immer macht, Magic Pen reingemacht. Außer bei einer Runenseite. Und zwar hier habe ich Armor und Magic Pen. Weil die Runenseiten hier runden nur mal auf. Das heißt, wenn ihr 7,6 habt, habt ihr auch 8 Magic Pens. Macht keinen Unterschied. Und wenn ihr jetzt das voll mit Magic Pen machen würdet, würdet ihr auch 8 haben. Also es würde keinen Unterschied machen. Und deshalb habe ich hier noch einmal Armor Pen mitgenommen. Das ist auch die Runenseite, die Faker meist immer auf 5 vs 5 nimmt. Und ich habe jetzt auch schon mehrere Runenseiten getestet für den AP Carry. Und muss wirklich sagen, dass das für die meisten Champs wirklich die beste Runenseite ist. Also zum Beispiel für Orianna, für Morgana kann man die benutzen. Halt für ganz normale AP Carries. Jetzt kommen noch ein paar Special AP Carries, sag ich mal, die andere Runen brauchen. Und das sind nämlich Shogat und Lulu. Die gehören dazu. Da die einzige Änderung hier ist, dass ich in den roten Runen auf Attack Speed gehe. Aus dem Grund, weil man mit Cho'Gath zum Beispiel, skippt man ja den E zuerst und dann kann man halt einfach schneller pushen mit den Attack Speed Dingern. Damit man halt durch seine Passive sein Leben schnell wieder auffährt. Und mit Lulu ist es halt dasselbe. Da hat man in der Passive Magic Damage drin und man kann auch viel schneller pushen und dann noch viel besser poken für die Gegner am Anfang. Und das sind eigentlich die einzigen Runenseiten, die ich benutze. Ich kann euch jetzt nochmal meine Kayle-Runenseite zeigen. Auf 3 gegen 3 benutze ich die hier. 28 AP, 29 Attack Speed und Leben pro Level. Jeweils auf den roten, auf den großen ist Attack Speed, auf den blauen Ability Power per Level und auf den gelben, ja, ist HP. Wieso ich kein Cooldown nehme? Normalerweise auf der 5 vs 5 Map nehme ich Cooldown. Aber auf der 3 vs 3 Map baue ich das Jungle Item. Und da man bei Kayle immer Jungle Item und Nashor's Sun kauft, kommt man da sowieso auf 40% Cooldown. Und ja, aus dem Grund braucht man es halt nicht und da gehe ich dann lieber in den blauen AP. Jetzt kommen wir zu den AP Carry Masteries. Und zwar hier hätte ich 3 verschiedene Standard Masteries. Ich fange mal bei der ersten an. Das sind auch die typischen Faker Masteries. Also das ist eigentlich so das Standard, was man nehmen kann. Da kann man nichts falsch machen. Man hat Mana, man hat die 1 Sekunde schneller Backport, man hat ein bisschen Cooldown auf den Summoner Spells hier, ein bisschen mehr Lebensreck. Man kriegt 10%, 10% gehen die Pots länger, die man sich einwirft. Also das sind nicht nur die Heal Pots, sondern auch zum Beispiel den AP Pot, der für 400 Gold, den man kauft. Der geht dann 10% länger und dann halt noch die Kekse. Also, wenn man die Runde nimmt, kann man eigentlich im Allgemeinen nichts falsch machen. Das ist so für alles gut, für Defensiv, Offensiv, für alles eigentlich. Dann kommen wir zur Runde 2. Hier habe ich nicht halt die Standard 9 Punkte im Death Bomb gegangen. Und ja, wie der Death Bomb schon sagt, wenn man die Mastery-Seite nimmt, dann spielt man halt in der Regel ein bisschen Passive. So viel zu farmen und ja, das ist halt so die Überlebensseite, wo man einfach mehr HP hat, bisschen weniger Damage und Auto-Hits kriegt und kann man auf jeden Fall auch nehmen. Die dritte Variante, die ich habe, ist die Full-Damage-Variante. Man hat im Early-Game auf jeden Fall sehr guten Poke, dadurch, dass man hier ein bisschen AD mitnimmt, kann die Minions auch besser last hitten und hat insgesamt im Teamfight, auch wenn man zum Beispiel hier 1,5% mehr Damage macht, oder dann noch, wenn man 3 Auto-Attacks gemacht hat, wird das Spell-Damage nochmal um 3% erhöht. Man macht halt insgesamt mit der Rundseite mehr Damage. Aber hat halt wenig. Also man geht wirklich nur auf Damage. Man hat irgendwie keine Mana. Man hat weniger Mana, sag ich mal. Hier 2 Stück habe ich noch reingemacht. Man hat halt kaum Death, also das Leben ist gar nicht geskillt. Man hat halt auch keine erhöhten Pots oder keine verringerten Summoner-Spells. Und also die Seite nur nehmen, wenn man wirklich in den voll aggressiven Modus geht. So, dann würde ich euch gerne meine Kayle-Seite für 3v3 vorstellen. Und zwar, das ist die hier. Wie ihr seht, 30-0-0. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber macht man auf Kayle so. Ist wirklich, ich habe schon
Okay, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe jetzt über 2000 Ranges mit der. Und ich habe wirklich schon alles einmal durchprobiert. Und wirklich, wenn man Jungle-Item geht, ist das hier die beste Seite. Wieso ich keinen Cooldown skille, habe ich ja schon erzählt. In den Runen auch nicht, weil man dann mit Nashos und dem Jungle-Item schon auf 40% kommt. Ja, so, dann die letzte Rosette, die ich euch vorstellen würde, wäre noch von Cho'Gath. Also, die benutze ich nur auf Cho'Gath. Hier habe ich das Double-Edged Sword noch geskillt, aus dem Grund, weil es ja ein Melee ist. Und alle Champs, die von der Auto-Attack her halt keine Range haben, die machen halt 2% mehr Damage und kriegen 1% mehr. Das heißt, das gilt auch für die Spells, also bei Cho'Gath Q und W macht man überall mehr Damage. Und das ist dann perfekt. Also es lohnt sich dann auf Cho'Gath die Seite zu gehen. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und war mal ein kurzes Guide diesmal. Aber ich habe mir gedacht, das ist auch mal wichtig, weil ich so viele Leute immer gesehen habe, dass sie mit falschen Runen rumgelaufen sind. Da gab es dann welche teilweise, die mit Flat-Runen auch rumgelaufen sind. Weil das ist einfach Müll. Wenn man sich überlegt, dass man allein bei der Runenseite das Leben pro Level, das kriegt man mit Level 6, hat man die Flat-Runen wieder raus. Nur mit Level 6. Und halt die blauen mit Level 9. Das ist halt ein bisschen länger, aber es lohnt sich wirklich per Level runter zu gehen, weil in der Jungle Meta farmt man sowieso mehr und da ist man so schnell auf dem hohen Level, da braucht man diese Early Game Runde einfach nicht. Ja, alles klar, das war's dann, wa? Bis dann, ciao.